Raus aus dem Goblin-Gefängnis. So heißt diese Mission, die wir auch mit Bravour hoffentlich absolvieren werden. Es ist gar nicht so einfach. Also, der Big Brambo da vorne, der wo ein bisschen aussieht wie Batmans Feind, der ist ziemlich kräftig. Also, wir können ihm auf jeden Fall nichts anhaben. Und das ist auf jeden Fall sehr schlecht. Also, töten können wir ihn nicht. Leider nicht. Und ich sehe ziemlich bescheuert aus, möchte ich mal wieder anmerken. Also, Stick sieht wirklich dumm aus. Ohne Klamotten. So, wollen wir mal schauen, ob wir jetzt dann so vorbeikommen. Ich denke auf jeden Fall, ja. Solange er nicht herguckt, kommen wir auf jeden Fall vorbei. Denn der eine ist irgendwie beschäftigt mit Sägen oder was auch immer der da eigentlich macht. Wir kommen auf jeden Fall hier weiter. So, da könnten wir nochmal sowas auslösen. Allerdings muss ich dann schnell sein, oder? Hier kann ich auf jeden Fall ein Tor öffnen, weil was anderes kann ich ja hier gar nicht machen. Oder hätte ich nach oben müssen? Boah, das ist jetzt echt schwer. So. Okay. Was ist jetzt passiert? Gar nichts. Ja, wie? Es ist nichts passiert? Alles klar. Okay. Ich dachte jetzt eigentlich eher, da passiert jetzt was richtig Hilfreiches, aber nö. So wie es aussieht, eben nicht. Ich sollte mich ein bisschen beeilen, glaube ich. Oder? Kommt er jetzt wieder? Nö. Er kommt nicht, er kommt nicht. Alles klar. Ach komm, da komme ich ja gar nicht raus. Mist. Mist, ich dachte, ich komme da jetzt raus, aber nein, da ist noch ein Gitter davor. Okay, gut. Dann ist es halt so. Dann laufen wir eben außen rum, sobald er jetzt endlich mal wieder wegsieht. Der wird ja jetzt nicht ewig da stehen bleiben, oder? Was mir das Aktivieren jetzt allerdings gebracht hat? Keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, was mir das gebracht hat. Eventuell kann ich ja nochmal hier was reißen, oder? Nee. Oder doch? Nö, passiert nichts mehr. Okay, ja, dann muss ich nach oben. Also war der Weg nach unten eigentlich völlig sinnlos? Nee, war er doch nicht. Ja, WTF, wo muss ich hin? Das war doch der einzige Weg, der möglich war. Oder habe ich da... Ach so, genau. Ich habe die Luke aktiviert. Stimmt. Die müsste jetzt offen sein, oder? Ja, die ist offen. Tatsächlich. Tatsächlich. Das heißt, wir können jetzt hier wieder runter. Und können dann von drüben wieder nach oben. Stimmt. Stimmt. Deswegen macht es ja auch hier Sinn. So. Dann nach oben. Nach oben. Und... weg hier. Okay, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich jetzt? Alles klar, alles klar. Okay. Was muss ich denn als nächstes machen? Ach, schon wieder Signal geben. Dein Ernst? Stix, was ist los mit dir? Wieso gibst du immer Signale? Hier gibt es auf jeden Fall ganz viel zu essen. Aber nichts für mich. Eigentlich komisch, dass wir nichts essen müssen, oder? Finde ich schon ein bisschen seltsam. Gut, da gibt es eine Treppe. Da unten sind wieder mal solche komischen Biester. Da hinten steht eine Wache. Aber die guckt in die komplett andere Richtung. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir jetzt lieber die Treppe lang gehen oder sollen wir einfach drüber springen? Aber ich denke, wir gehen jetzt einfach mal die Treppe entlang. Gut, die Käfer sind mir eigentlich lieber. Weil die können nicht sehen. Die können nur hören. Also wenn wir ein bisschen zu laut sein sollten, okay, dann ist es eben so. Aber... sie können uns nicht sehen und das finde ich sehr gut. Das finde ich fantastisch, finde ich das. So, mal gucken, ob ich an die eine da rankomme. Komme ich da ran? Ja, ich komme da sogar hin. Dadurch? Aber die muss jetzt irgendwo mal stehen bleiben. Aber ich denke, unten gibt es ja nichts mehr, oder? Ja, vielleicht gab es unten noch ein paar Sachen zum Holen. Könnte natürlich sein. Muss ich da so... ich weiß nicht, muss ich da sowieso hoch? Bin ich gespannt. Sehen die mich eigentlich durch das Geländer? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also ich schaue jetzt echt mal in die Richtung. Aber da passiert gar nichts. Mist. 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 Mist, die hat mich gesehen. Ja, das ist natürlich bescheuert, gell? Wenn man gesehen wird. Aber gut, aber die wissen ja, die Käfer können mich ja... sehen die mich? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ja gut, Helladrin ist fertig, also somit ist die Mission fehlgeschlagen. Wir haben es echt geschafft. Jetzt muss er einen anderen Weg hier rausfinden. Hm. Na gut, wenn
so einfach wäre. Wenn das so einfach wäre, würde das natürlich jeder machen, oder? Ich brauche jetzt hier mal unbedingt irgendwo einen Punkt, wo ich mich verstecken kann. Bevor das hier noch ewig so weitergeht. Okay, vielleicht beruhigen sie sich ja jetzt mal alle. Komm, beruhigt euch einfach. Beruhigt euch. Beruhigt euch. Komm, ich bin doch sowieso schon weg. Oder soll ich die Mission nochmal laden? Was für eine Zugbrücke. A big bell on the top of the tower must be used to sound the changing of the guard. If I ring it, the place will soon be crawling with guards, but at least the way will be open. Okay, also muss ich die Glocke klingeln, so wie Styx jetzt mal gesagt hat. In der Hoffnung, dass sie die Brücke nach oben fahren. Okay, die sind jetzt eigentlich alle wieder ganz ruhig. Noch. Ich muss jetzt erstmal wieder an denen vorbei. An den zwei Käfern. Ob das so einfach wird, ich weiß es ja nicht. Ich gehe jetzt mal lieber hier hoch. Weil ich glaube, er läuft sogar... Ja, der wird sogar hier langlaufen. Nee, er bleibt sogar stehen. Er bleibt stehen. Okay. Also dann komme ich ja eigentlich an ihm locker vorbei. Müsste ich ja jetzt. Ja, perfekt. Perfekt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe doch da gerade irgendwas gehört. Da oben ist eine Wache. Wo guckt die hin? Ja, genau. Als würde die direkt in meine Richtung gucken. Nee, ist klar. Ist klar. So, laufen da oben auch irgendwelche Käfer rum? Natürlich. Natürlich laufen da welche rum. Aber ich komme sogar nach oben. Also ich würde sogar hier hochkommen. Natürlich vorausgesetzt ist, dass sie nicht guckt. Soll ich das jetzt riskieren? Da vorne wäre noch übrigens eine Tür. Aber ich traue mich nicht, jetzt da reinzugucken in die Tür. Wenn ich jetzt da wirklich reinspitzel, verliere ich verdammt viel Zeit. Ja, die schaut ja perfekt in meine Richtung. Wenn die jetzt nach unten schauen würde, würde sie mich sehen. Aber nö, sie guckt bloß geradeaus. Mann, ist die dumm. Tja, deswegen bist du ein Wachposten und nicht irgendwas Höheres hier drin. Okay, dann da hoch. So, mal schauen, ob das hier auch gleich funktionieren wird. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hinkomme. Vielleicht komme ich auch jetzt mitten in irgendeine Falle. Ja, es sieht schon... Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Muss ich jetzt auf jeden Fall da rein? Ja. Ich muss da rein. Oh Gott, das wird ja noch was. Kann ich den umbringen oder soll ich den lieber leben lassen? Wo schaut jetzt der eine hin? Der schaut schon wieder da lang. Okay, und der andere? Den anderen sehe ich jetzt nicht. Also muss ich genau den richtigen Moment abwarten, oder? Naja, wann ist der richtige Moment? Weil der eine läuft hier immer so im Kreis. Naja, komm. Das darf doch nicht wahr sein. Serious? Was soll das? Er hätte sogar darüber geschaut. Okay. Er hätte sogar... da drüben geschaut. Aber der bewegt sich nicht. Also der wäre zu stark. Den kriege ich nicht zu Fall. Wo ist denn die Glocke? Ach, hier. Okay. Wie soll ich denn das bitte machen? Wie soll ich denn da wieder rauskommen? Als ob. Okay. Ach komm, nein. Nein, ich komm da hoch. Ich komm da bestimmt hoch, oder? Ja, sehen die mich jetzt oder sehen die mich nicht? Ich muss da irgendwie hoch. Oh Gott. Ich muss doch da irgendwie hochkommen. Ich muss irgendwie hochkommen. Okay. Und nein, Styx. Was machst du da für ein Bullshit? Was macht der da? Ist der blöde? Oh mein Gott, was soll ich nur tun? Ich werde sterben. Ja, ich werde sterben.
Alter! Wie soll. Ich muss unbedingt die eine Mission schaffen. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann nicht die Glocke läuten. Wie soll ich denn das machen? Und selbst wenn ich sie läute, sehen sie mich. Ah, ich bin wieder hier. Okay. Gut. So, Helladrin ist da oben. Ja, Helladrin ist da oben. Okay. Müssen wir das jetzt hier ein bisschen besser angehen? Auf jeden Fall. So, die eine geht jetzt aber wieder. Mist. Ich dachte, die bleibt jetzt noch da, weil da hinten gibt es nämlich noch einige Items zum Einsammeln, die ich gerade erst bemerkt habe. Ja gut, ich glaube, ich mache mich dann unsichtbar, wenn sie kommt. Und dann schmeiße ich sie runter. Ja, so machen wir das. So wie bei dem letzten obergeilen Kill, wo wir ja mal geschafft haben. So, sie kommt jetzt gleich. Ach, ich bin schon Klon? So, jetzt. Zack. Okay. Ja, ich musste sie jetzt loswerden. Ich kann jetzt nichts anderes machen. Und der da oben, der sieht mich. Der oben, der sieht mich. Aber er blickt irgendwie nicht. Okay. Okay. Alles im Lot. Alles im Lot. Noch ist nichts verloren. Die Frage ist jetzt nur, wie ich da oben hinkomme. Ja gut, ich könnte natürlich auch jetzt hier runtergehen. Aha, aha, aha. Okay. 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 Ja, komm nur her, komm nur her. Genau, perfekt. Mach mir einfach den Weg frei, dann sind alle wieder glücklich, oder? Genauso ist es. So, was gibt's hier? Rohes Goldharz. Trifft sich doch mal sehr gut. Ist der immer noch da unten? Ja. Okay. Ja, da will ich ja nicht hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja gut, den will ich jetzt nicht unbedingt töten. Ja, muss ich jetzt oder nicht? Ich weiß es eben nicht, weil der unten scheint noch ein bisschen zu aggressiv zu sein. Aber vielleicht kommt er jetzt wieder hoch. Wenn er natürlich jetzt wieder raufkommt, ist das alles kein Thema. Ja, er kommt sogar wieder hoch. Okay. Ja, dann werde ich wie immer halt eigentlich die Treppe da nehmen. Die, was ich vorher eigentlich auch nehmen wollte. Wo ich es eigentlich schaffen wollte, aber es doch nicht hingekriegt habe. Also man sieht, es ist nicht alles immer nur möglich mit Schleichen. Man muss auch viel... Man muss wirklich sehr gut nachdenken, wen man hier umbringt und wen nicht. Das ist echt schwer. So, wo ist jetzt die eine? Ach, die hat geschlafen. Okay, ja, wenn der Käfer ein bisschen schneller sein würde, würde ich sogar jetzt nach oben schaffen. Aber er ist einfach nicht schnell genug. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Ah, ich glaube, ich gehe nochmal runter. Ja. Das war jetzt fast schief gegangen. Meine Fresse. Also um Haaresbreite, puh. Hätte ich sagen müssen, nein. Nee. Aber es hat geklappt. Es hat geklappt. Keine Panik. An sich, die Karte oder das Level an sich finde ich jetzt ehrlich gesagt sehr gut. Ich finde das gut. Man kommt wirklich vom Untergrund wieder bis nach oben. Und Helladrin ist oben auf dem Balkon. Aber WTF. Wieso erkennt man sie nicht? Das ist jetzt noch die andere Frage eigentlich. So, komme ich jetzt irgendwie von da? Ja, da würde ich... Ja. Wieso habe ich denn das nicht vorher so gemacht? Das ist aber nicht Helladrin. Helladrin ist woanders. Ja, ich hätte das vorher auch so machen können. Verflixt! Oh, ich hätte sogar auf den Balkon springen können. Also, wäre jetzt eigentlich beides möglich gewesen. Ach, die ist noch weiter oben? Ja, tatsächlich. Okay, also innen drin kann ich hochklettern. Von da kann ich allerdings auch hoch... Ja gut, ich komme da wahrscheinlich so hin, oder? Dass ich dann von da nach oben komme. Ja, ich denke es mir jetzt mal einfach. Ach so, der eine ist ja noch drin. Okay, ja gut, stimmt, ich habe ja keinen Alarm ausgelöst. Stimmt. Somit läuft der eine jetzt einfach nur blöd umher. Der andere guckt halt so in der Luft. Irgendwie... Was wäre jetzt besser? Soll ich immer von der rechten Seite gehen oder von der linken Seite? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt unsicher. Aber sie schöpfen wenigstens keinen Verdacht. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Okay, also... Oh mein Gott. Das war knapp. So, ich muss mich jetzt irgendwie hier festhängen. Genau so. Genau so und nicht anders. Okay.
Wird mich der eine sehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der mich jetzt entdeckt. Ist da eine Obstschale? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den umbringen soll. Soll ich den töten? Ja, der eine lehnt sich, der eine guckt auf jeden Fall hier ganz blöde. Ja, ich glaube, ich beseitige den. Ach, ich kann nicht. Ach so, klar kann ich nicht. Mann, bin ich dumm. Mann, bin ich dumm. Also ich kann den ja gar nicht umbringen, weil ich habe ja meinen Dolch nicht. Ich habe meinen Dolch nicht. Sag bloß, ich bin jetzt wieder da oben. Hoffentlich hat es irgendwo gespeichert, ansonsten werde ich jetzt sauer. Nein, es hat natürlich nicht gespeichert. Es hat natürlich nicht gespeichert. Oh nein. Oh nein. Habe ich jetzt schon wieder einen Fehler gemacht? Nee. Die haben sich beruhigt. Wieso? Also ich kapiere das jetzt nicht. Wieso hat er das jetzt nicht geschafft? Ich verstehe das jetzt nicht ganz. Ja gut, die eine Seite ist ja natürlich, ich kann jetzt keinen von denen umbringen. Da ich eben... Ja, ich hab nichts. Ich hab keinen Dolch. Genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem, wo ich hab. Könnte ich währenddessen hochklettern? Ich weiß auch nicht mal ehrlich gesagt, was oben ist. Ich weiß es nicht. So, der trinkt da jetzt was. Okay. Okay, okay. Gut, geschafft. Geschafft. Alles klar. Ja, es ist schon möglich. Also man muss jetzt nicht immer unbedingt jemanden umbringen. Es ist auf jeden Fall möglich, hier hochzukommen. Garantiert. Man darf sich halt natürlich, man darf sich allerdings nicht so dumm anstellen wie ich. Ansonsten ist es nicht mehr möglich. Okay, aber jetzt hocke ich irgendwie in der Falle. Wie ich gerade merke. Nee, doch nicht. Es wird mich jetzt keine Wache da sehen. Es wird mich hier niemand sehen. Ich finde das echt irgendwie komisch. Manchmal sehen die mich sofort und an manchen Sachen wieder nö. Aladrin, is that you? Yes. Ja, I'll Gott. Wie laut der redet, hey. It's on the barge that links the prison and Wilderan. That barge is your way out. Wilderan. The village of the goblin hunters? Goblinjäger? Na toll. Don't tell me you're scared of dwarves. Ach, genau, es sind die Zwerge. Jetzt komm über die Zugbrücke. Okay. Flieh durch den Hochsicherheitsbereich. Ah, als ob. Wie soll ich denn jetzt da durchkommen? Hallo? Seid ihr pervers oder sowas? Nee? Okay, ich muss jetzt wieder alles zurück. Das ist ein Witz. Das ist echt ein Scherz. Könnte jetzt allerdings da runterspringen. Würde ich mir viel Weg ersparen. Frage ist natürlich nur. Nee, da komme ich nicht hin. Keine Chance. Ich wollte mich jetzt eigentlich nur an dem Geländer festhalten, aber das klappt nicht. Ich muss jetzt wieder so runter, wie ich reingekommen bin. Ich komme doch da gar nicht hoch. Das heißt, es muss noch einen anderen Weg nach unten geben. Aber wo ist der? Wo ist der Weg? Da unten ist zwar ein Seil, aber das bringt mir gar nichts. Oh mein Gott, das schaffe ich doch nie im Leben. Wie soll ich hier abhauen? Ich komme da auch nicht hoch. Ja gut, aber ich habe es auch nicht so versucht. Ich habe jetzt extra nicht so weit nach vorne gedrückt, dass ich es schaffe. Ach, da ist doch ein Seil, Mensch, Dani. Da ist doch ein Seil. Kletter doch einfach über das Seil. Ist doch gar nicht so schwer. Meine Fresse. Okay. Da oben ist auf jeden Fall die Klingel. Alles klar. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt da irgendwie runter. Kommen wir auch irgendwie so hin? Ja.
kommen natürlich auch so hin, ohne dass wir uns verletzen. Es ist nicht ganz einfach, aber wir schaffen's. Und ich finde es echt katastrophal, dass ich mich nicht verteidigen kann. Ist doch Wucher, oder? Es ist einfach nur krank. Aber wir schaffen's, wir schaffen's. Wir schaffen's. Ich bin eigentlich guter Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Aber nee, so wie es aussieht, nicht. So wie es aussieht, nicht. Und jetzt stecke ich ziemlich fest in der Falle. Wobei, hoffentlich sieht er mich jetzt hier nicht. Er könnte mich sehen, aber er könnte mich auch nicht sehen. Der drinnen hat mich schon mal nicht gesehen, aber der eine kommt jetzt erst zurück. Kann ich, ja, ich kann mich noch unsichtbar machen. Das funktioniert. Jetzt schauen wir mal, ob er uns sehen wird. Schauen wir doch mal. Nö, er blickt's nicht. Er ist einfach zu doof. Er ist einfach zu doof. Naja. Vor allem, es sind gleich zwei, die da gucken. Einer steht innen drin und einer steht außerhalb. Der, wo jetzt immer hin und her läuft. Aber meine Freunde, um die Spannung aufrechtzuerhalten, beenden wir den Part an der Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.